Vom ersten Augenblick an entwickeln wir uns weiter. Damit wir wachsen, müssen sich in jeder Sekunde Millionen von Zellen teilen. Sie folgen einem ganz bestimmten Ablauf, nehmen Form an und machen uns zu dem Menschen, der wir sind. Denn wir sind einzigartig. Bis ins Innerste unserer Zellen. Während Sie diesen Film sehen, sterben etwa 200 Millionen Ihrer Zellen und werden durch neue ersetzt. Dieses sensible Gleichgewicht sorgt dafür, dass wir gesund heranwachsen und gesund bleiben. Genetische Faktoren und Umwelteinflüsse steuern diese Prozesse. Bereits beim kleinsten Fehler können Krankheiten entstehen. Im Gehirn, dem Organ, das uns zu Menschen macht, haben selbst minimale Störungen gravierende Auswirkungen. Neurodegenerative Erkrankungen wie Alzheimer und Parkinson stellen unsere alternde Gesellschaft vor große Herausforderungen. Doch Krankheiten treten in jedem Alter auf. Epilepsie, Schizophrenie, Autismus oder Gehirntumore können auch Kinder treffen. Bisher konnten derart komplexe Krankheiten nicht umfassend untersucht werden. Wir am IMBA, das Institut für molekulare Biotechnologie, entwickeln Modellsysteme aus menschlichen Stammzellen, sogenannte Organoide. Mit dieser Expertise sind wir international an der Weltspitze. Am IMBA sind die weltweit ersten Organoide für Gehirn- und Blutgefäße entstanden. Weiters forschen wir an Herz, Magen-Darm und anderen inneren Organen. Wir studieren das gesunde Wachstum, interessieren uns für die vielen noch ungeklärten Rätsel rund um die Entstehung von Volkskrankheiten wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Krebs und testen Medikamente in der Petrischale. Wir am IMBA forschen fürs Leben, für die Aufklärung von Krankheiten, für neue Therapieansätze, für eine hohe Lebensqualität in jedem Alter. Begleiten Sie uns auf diesem Weg.